The turn of the millennium was an emotional occasion for many, and the UN was no exception. It set 8 Millennium Development Goals with a target date of 2015. The goals aim to contribute to improving life in the developing world. For example, the eradication of extreme poverty and improved access to education and health. As we look beyond 2015 to the challenges of sustainable development, the MDGs have helped to unite, inspire and change the world. Die Millenniumsziele sind eine wirklich gute Sache. Einige der Ziele sind bereits erreicht worden. Doch nicht für alle Ziele gibt es Indikatoren oder genügend gute Indikatoren, um Fortschritte messen zu können. Robuste Indikatoren sind jedoch gerade entscheidend wichtig bei der Umsetzung einer Entwicklungsagenda und deren Erfolg. Dies zeigen uns die Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben mit den Millenniumszielen. The world of politics, which set the goals, and the world of statistics, which had to measure the goals, were not sufficiently well coordinated at the time. The year 2015 is close approaching. In 2012, the UN gave the go-ahead for the preparation of new goals, which will cover the period up until 2030. These Sustainable Development Goals comprise social, economic, and environmental aspects and form the post-2015 agenda for sustainable development. The agenda applies not only to developing countries, but to the whole world. Die Politik soll bei der Ausgestaltung dieser neuen Agenda von der Welt der öffentlichen Statistik aktiv unterstützt werden. So will es die UNO und so will es auch die Schweiz. In der Schweiz haben wir eine interdepartementale Taskforce etabliert, an der 16 verschiedene Bundesstellen beteiligt sind, unter der Leitung der DEZA. Auf Ebene der UNO arbeiten ebenfalls verschiedene Arbeitsgruppen an der Ausgestaltung dieser Agenda, natürlich in einem umfassenderen und umfangreicheren Sinne. Das Bundesamt für Statistik übernimmt sowohl auf nationaler Ebene im Rahmen der Taskforce, aber auch im Rahmen der UNO international eine wichtige und aktive Rolle. The national and international groups are responsible for developing guidelines and concrete goals. The goals must be measurable and their application must be possible on a global scale. They must also be able to take into account the particular situation of individual countries. Comment mesurer le développement durable? C'est la question posée aux statisticiens. Quels sont les indicateurs pour mesurer les objectifs et comment les déterminer? L'OFS dispose d'une large expérience en matière de monitoring du développement durable. Nous avons des données, des statistiques, de même qu'un cadre conceptuel et des critères permettant de sélectionner ces indicateurs. The statisticians have looked at this question in detail in recent years within the UN Statistical Commission and the Conference of European Statisticians, which were able to draw upon Switzerland's know-how and experience. Die Konferenz der europäischen Statistiker hat Empfehlungen formuliert, um die nachhaltige Entwicklung zu messen. Selbstverständlich werden soziale, ökologische und natürlich auch ökonomische Aspekte berücksichtigt. Es soll nicht nur die Lebensqualität der Bevölkerung eines Landes betrachtet werden, sondern explizit eben auch die Auswirkungen auf zukünftige Generationen, auf andere Länder und auf die Verteilung der Ressourcen. Die globalen Zusammenhänge sind eben aufzuzeigen. Nur so kann ein Gesamtüberblick über die nachhaltige Entwicklung vermittelt werden. In the meantime, the discussions between politics and statistics continue. The Open Working Group of the Sustainable Development Goals met with statisticians in New York at the end of 2013. The Swiss Federal Statistical Office presented its vision of how the sustainability goals can be measured by means of precise statistical indicators. A solid framework of sustainable development is a crucial tool in the process of defining goals. L'Open Working Group de l'ONU a ouvert un dialogue avec les statisticiens. Cet échange a permis à chacun de donner ses attentes vis-à-vis de l'agenda post-2015. C'est un thème qui a pris une place importante dans le cadre de la réunion de la Commission statistique de l'ONU en mars 2014. C'est d'ailleurs l'ensemble des statisticiens qui apportent au groupe de travail de l'ONU des inputs vis-à-vis des objectifs, des cibles et des indicateurs. We will soon see whether the cooperation of the Sustainable Development Goals between politics and statistics has been successful. In summer 2014,
the Federal Council set down the Swiss priorities for the post-2015 agenda. Negotiations on this subject are taking place within the framework of the UN. Ende 2015 sollen die Staatschefs im Rahmen eines UNO-Gipfeltreffens diese neue Post-2015-Agenda verabschieden. Die Ziele werden, so hoffen wir zumindest, den Weg in eine bessere Zukunft weisen. Doch ohne ein griffiges Monitoring wird es uns nicht möglich sein, auf diesem Weg aufzuzeigen, wo wir jeweils stehen in der Umsetzung. Das Monitoring und statistische Grundlagen sind daher entscheidend wichtig und geben uns die Koordinaten vor dafür. Switzerland continues to cooperate on the development of this monitoring system. In practice, how will monitoring be implemented in the individual countries? How can global indicators be adapted to national requirements? Are there statistical gaps with regard to the post-2015 agenda? Switzerland, together with France, Sweden, and the UN, is organizing a seminar at the occasion of the Conference of European Statisticians in Geneva in summer 2015, where this question will be discussed further. Die Agenda für eine nachhaltige Entwicklung hat globale Bedeutung. Ihr Wert wäre nur halb so groß, wenn die Fortschritte nicht messbar sind. Dafür müssen die Kapazitäten der öffentlichen Statistik ausgebaut werden. Ich bin sehr froh, dass das Bundesamt für Statistik zu einem frühen Zeitpunkt mit einbezogen wurde. Damit können wir der Taskforce und internationalen Gremien helfen, mittelfristig Orientierungspunkte zu haben. Unser Land kann somit einen Beitrag an eine nachhaltige Entwicklung des blauen Planeten leisten.